Gemeinsam versammeln sich Syrer und Afghaner in der Werkstätte der Gesellschaft für Einrichtungen und Betrieb sozialer Arbeit. Bis vor kurzem lebten sie noch in Gemeinschaftsunterkünften. Jetzt sollen sie lernen, wie das Wohnen in Deutschland funktioniert. Und das mit einer Schulung der besonderen Art. Denn seit August klärt die Grafschafter Diakonie unter Leitung von Flora Lisa mit dem Mieterführerschein über das Thema Wohnen in Deutschland auf. Die Idee dahinter ist, dass durch die Wohnsitzauflage die Flüchtlinge jetzt nicht mehr die Freiheit haben, Wohnungen überall zu suchen. Deswegen ist der Wohnungsmarkt, der sowieso voll ist, nochmal besonders angespannt. Und dadurch, dass sie Ausländer sind, des Deutschen nicht so gut mächtig sind und möglicherweise auch teilweise den Gepflogenheiten nicht so vertraut sind, ist das die Chance, durch verschiedene Module die wichtigsten Grundlagen zu wissen. Neben den wichtigsten Grundlagen rund um das Thema Wohnen in Deutschland wird den Geflüchteten außerdem grundlegendes Fachwissen über Hausordnungen und Mietverträge vermittelt. Eine Maßnahme mit einem hintergründigen Ziel. Ich möchte zum einen, dass die Geflüchteten fit sind für den Wohnungsmarkt, dass sie sich auch sicher fühlen, dass sie wissen, was sind meine Rechte, was sind aber auch meine Pflichten. Und dadurch, dass sie ein Zertifikat erhalten, sollen auch die Vermieter eine gewisse Sicherheit haben. Dieser Mensch weiß, was es bedeutet, Mieter zu sein. Seit neuestem wird der Mieterführerschein durch ein weiteres Modul ergänzt. Zusammen mit der Gesellschaft für Einrichtungen und Betrieb sozialer Arbeit vermittelt die Grafschafter Diakonie den Geflüchteten auch erste handwerkliche Kompetenzen. Als allererstes lernen die Grundkenntnisse, wie man eine Wohnung renoviert, sprich das Tapeten abreißen, ein bisschen kleine Löcher zuspachteln, eine Raufasertapete zu tapezieren und danach dann das Streichen. Danach werden wir mal mit Farbübungen, Farbauffällungen ein bisschen was machen, damit die auch ein bisschen das Gefühl für die Farbe kriegen. Und später dann vielleicht, dass die Teilnehmer sich ein Ornament an die Wand machen und das farblich gestalten. Was ein guter deutscher Mieter mitbringen muss, das wissen die Geflüchteten nach dieser Schulung auf jeden Fall.